Einen wunderschönen guten Morgen. Kann man mich hören? Ja, müsste gehen. Guten Morgen. Guten Morgen, Antje. Kannst du uns auch hören? Ich hoffe, wir können dich nicht hören, weil du gerade noch stumm bist. Also einen wunderschönen guten Morgen heute mit Palo Santo. Palo Santo schaut so aus, ganz violett. Ayla, ich kann dich hören. Guten Morgen, sehr schön. Oh ja, super. Dann ist alles gut. Wenn die Technik geht, dann ist immer alles gut. Hat jemand von euch schon Palo Santo zu Hause? Könnt ihr da gerade mitschnuppern? Nee. Familie noch nicht? Kann sich freuen. Das ist ein ganz besonderes Öl. Antje, du hast es wahrscheinlich, oder? Ja, Anja, ich habe es tatsächlich und liebe es. Hast du es gerade auch bei dir? Also kannst du jetzt gerade mitschnuppern? Ich schnupper mit, ja. Ich bin Oh bei ja, dir. schön. Oh, das freut mich. Oh. Das ist eigentlich so gut. Okay. Ich wollte euch zuerst ein paar Sätze vorlesen aus diesem wunderschönen Buch. Die Botschaft der Pflanzenseelen, die Weisheit der Pflanzenseelen heißt es. Das ist Buch, Cornelia, das habe ich dir, das ist da genau das, was ich dir letztens empfohlen habe. Weil das. Ich hab Ja, du schon hast es inzwischen. bestellt. Danke. Ja, da steht nämlich was Wunderschönes über Palo Santo und das könnte ich jetzt nie selber so schön wiedergeben. Jetzt wollte ich euch das kurz vorlesen. Also das Mantra von Palo Santo: Wir bringen den Menschen bei, zu dienen und nützlich zu sein. Durch den Status, den uns so viel zuordneten, geschah etwas mit uns. Wir wurden von der Schwingung her aufgewertet und bekamen so etwas wie einen heiligen Status. Dieser Status wirkt nun auf alle, die sich mit uns verbinden und reinen Herzens sind, die ihr Herz für uns öffnen. Wir lehren nicht euren Geist, sondern euer Herz, euren Emotionalkörper, euer Ego, damit sie Platz machen und still werden. Und eure Seele ihren Dienst leichter durchführen kann. Wir segnen eure Seele mit der Dankbarkeit und dem heiligen Status, der uns umgibt, damit ihr in euch selbst das bewundern und dem Achtung schenken könnt, was es verdient hat, gesegnet und anerkannt und beachtet zu werden, eure Seele. Dies tun wir, weil viele Menschen sich nicht mehr erinnern können, dass sie außer Ego, Trieben und Emotionen noch etwas anderes sind. Jeder von euch trägt das Heilige immer schon in sich. Das erst macht euch lebensfähig. Ja, das ist das Mantra von Palo Santo. Es geht also um die Einheit mit der eigenen Seele. Es geht um Frequenzerhöhung. Vielleicht kennt ihr das eh, wenn ihr zu Hause so einen heiligen Raum schaffen wollt, ne? Das ist ja auch oft Palo Santo zum Beispiel, dass man räuchert oder eben auch im Diffuser vernebelt. Genau. Das Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten während inneren Prozessen auch. Deswegen ist Palo Santo auch so ein wertvolles Öl, wenn man jetzt energetisch arbeitet, wenn man auch zum Beispiel Reisen macht oder ne, auf irgendeine Art und Weise, so Heilungsreisen, verschiedene. Genau. Ach, Alter, kann man gut mitnehmen auf dem Camino zum Beispiel, hä? Ja. Wenn du wanderst oder so. Zum Beispiel, genau, ja. So, wenn du Städtereisen machst, hatte ich gestern gerade einen Kunden zu Raindrop. Und das ist gut, dass du das sagst. Den hätte ich auch, er sagt, er ist jetzt wieder geerdet, nachdem er die Raindrop empfangen hat. Weil du nimmst ja viel mit, so, ne? Das ist gut, denn man hätte auch mit Paolo Santo arbeiten können. Ja, stimmt. Ja, also man kann, genau, gerade bei der Raindrop gibt man ja gerne am Anfang auch Weihrauch oder White Angelica, so zum Schutz auch. Und Palo Santo ist natürlich da auch eine Möglichkeit. Wenn man jetzt den Weihrauch nicht da hat oder White Angelica ist aus, oder man gibt nochmal so einen Tropfen mit nach Hause, dass einfach auch dieser geschützte, ne, dass der Raum so geschützt bleibt.
Ja, was ich noch kurz erzählen wollte, mögliche Reaktionen auf den Duft von Palo Santo. Das finde ich ja immer besonders spannend. Was ist eigentlich los, wenn mir ein Öl stinkt? Also ich habe das ganz selten zum Glück oder auch nicht zum Glück, weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall ganz selten, dass mir ein Öl wirklich stinkt, wo ich mir so denke, so, boah, dafür habe ich Geld ausgegeben, echt jetzt. Aber gibt es auch tatsächlich und irgendeins von diesen ganz neuen Ölen, das ist das erste Öl, ich sag's euch, das kann ich nicht riechen. Kumin, glaube ich, ist es Kumin? Parsley, eins von denen, mache ich auch mal noch ein Öle, machen wir auch mal noch ein Öle-Video hier. Weil das steht da in meinem Schränkchen, aber nee, das kommt mir nicht in die Nähe. Und ich glaube, jeder hat solche Öle und das finde ich dann immer sehr interessant. Was könnten da für Themen dahinter stecken? Natürlich ist es halt individuell, ist ja klar. Bei jedem, aber es gibt halt so verschiedene Ansätze, wo man anfangen kann, mal zu reinzuspüren oder zu gucken, ne, ist da was dran. So, und Palo Santo kann also sein, dass das ganze System sich gegen die Wirkung sperrt und wehrt. Ja, das ist aber eigentlich immer so. Und was da helfen kann, wenn ihr mal jemanden habt, der Palo Santo nicht so mag, da kann man es gut verdünnen jetzt zum Beispiel. Das erzähle ich ja immer so gerne hier mit. Also man kann so Sprühflaschen in der Apotheke kaufen, ja, aus Glas am besten. Oder bei Amazon bestellen oder irgendwo bestellen. Ich verwerte immer gerne meine Thieves-Sprayflaschen weiter. Dadurch kommen dann so 3 bis 5 Tropfen Öl rein und mit Wasser auffüllen. Dann habe ich so einen herrlichen, so ein frisches Spray. So ein, das ist total gut. Ich bin total der Fan von diesen Sprays geworden. Das kann ich natürlich auch mit Palo Santo machen, ist ja klar. Und dann ist es so ein bisschen verdünnt, ne, wenn es jemandem zu stark ist. Ja, Ablehnung von Palo Santo ist ein Zeichen, dass die Pflanzenseele und entweder auch das ätherische Öl Arbeit haben in diesem System. Das ist ja klar, also das ist eigentlich bei allen Ölen der Fall. Wenn mir das stinkt, dann trifft das halt ins Schwarze, dann trifft das halt auf ein Thema, was mir auch stinkt, was ich halt gerne wegmachen möchte. Und wo es halt nicht im Einklang ist oder nicht in Balance ist. Das heißt, es kann auf eine körperliche Krankheit hinweisen. Ich hatte mal einen Freund, der hat die Öle geliebt, wirklich. Der konnte nicht genug Öle benutzen jeden Tag. Der war so ein richtiger Fan, außer die Nierenöle. Es gibt ja so Öle, die Nieren stärken auch. Und das wackelt hier ein bisschen, Entschuldigung. Nierenöle. Und sobald jemand sein Nierenöl aufgemacht hat, da gehören dazu, Öle gehören dazu, da ist Wacholder dabei, da ist Geranie dabei, da ist Aromalife dabei, da ist Fenchel dabei, das sind so ein paar so Öle. Hat er da wirklich den Raum verlassen? Der konnte die nicht aushalten. Das hat so gestunken für den. Und ja, ich weiß nicht mehr, wie lange nachdem er die Öle kennengelernt hatte. Und ne, also wir haben, also niemand von uns hat uns was dabei gedacht, weil jeder hat also mal so ein Öl, das er halt nicht so mag. Und dann hat er dann einige Zeit später Nierenversagen. Ist auch fast dran gestorben. Und nachhinein haben wir dann so gedacht, so, ja, das waren die ganzen Nierenöle. Das ist ja logisch. Hätten wir mal ein bisschen mehr aufgepasst. Ja, also man kann hinschauen. Es kann auch mal was Körperliches sein, es kann aber einfach auch was Emotionales sein. Vielleicht ein Erlebnis oder vielleicht, ja, oder wie auch hier so ein Thema, dass man halt diese Arbeit ins Licht nicht machen will und gerne auch mal so kuschelt mit seinen schmuddeligen, negativen Emotionen. Wer das Öl liebt, hat erkannt, was es für ihn tun kann, klar. Und ist auch einverstanden damit vom Verstand her. Ja. Das sind oft Menschen, die sehr intensiv auf der Suche nach ihrer Seele oder der Sinn ihres Lebens oder einfach auch sehr bestrebt sind, sich zu entwickeln innerlich. Das sind oft Menschen, die sehr gut mit Palo Santo zurechtkommen. Und Menschen, die sich da eher sträuben, sie haben dann oft so ein bisschen ein Thema mit Palo Santo. Ja, dazu wollte ich noch kurz einfach erzählen. Also da stand ja, wir haben diesen Status zugewiesen bekommen. Ja? Und das ist ja etwas, das ist sehr, sehr spannend. Das gibt es in allen Kulturkreisen, in den heiligen Büchern meistens beschrieben oder auch als Hinweis. Und das steht da schon seit tausenden Jahren, ja, in unseren heiligen spirituellen Büchern drin. Und
Dolmoch haben wir es immer noch nicht verinnerlicht als Menschheit. So wie ich über oder zu jemandem spreche, das hat einen riesigen Einfluss auf den. Ja? Ich bespreche den. Mich selber übrigens auch. Also die Art und Weise, wie ich über mich denke und wie ich über mich spreche, hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich auch natürlich. Und jetzt Palo Santo, die hat zum Beispiel erzählt, ihr habt uns so verehrt, ihr habt uns so geheiligt, ihr habt uns so erhöht und so. Das hat uns selber erhöht. Und jetzt können wir euch auch wieder helfen, euch zu erhöhen. Jetzt sind wir eine spirituelle Pflanze geworden. Und das funktioniert jetzt nicht nur mit Palo Santo, das funktioniert auch mit uns Menschen. Also wenn du jemanden mit viel Achtung und Liebe und Respekt behandelst, ja, wenn du immer, egal was dem für Fehler passieren, immer vom Besten ausgehst, immer wohlwollend bist. Also du dir selber, das ist ein sehr wichtiger Schritt. Und wenn ich es dann mit mir selber schaffe, dann kann ich es oft dann auch mit anderen. Dann kann ich dem helfen. Also, warte, wie sage ich das? Dann helfe ich dem, tatsächlich zu dem zu werden, ne? Als den ich ihn behandle. Da gibt es eine ganz witzige Geschichte aus Indien. Da hat ein Schüler, also ein Mensch, wollte unbedingt seinen Meister finden. Ne? Und war schon ganz verzweifelt und hat sich die Meister angeschaut und mit denen geredet, jedes Mal beschlossen, das ist nicht mein Meister. Und irgendwann hat er so die Nase voll, hat jahrelang gesucht, war durch ganz Indien marschiert, hat überall gefragt, gesucht, alle heiligen Männer abgeklappert, war nichts dabei für ihn. Und dann hat er gedacht, so, es reicht. Und jetzt den ersten Menschen, der mir morgen früh über den Weg läuft, das ist mein Meister. Und wie der Zufall das so wollte, ist am nächsten Morgen früh aus dem örtlichen Gefängnis einer ausgebrochen und abgehauen, ne? Und ihm über den Weg gelaufen auf seiner Flucht. Und er hatte ja so dieses Versprechen, so, ja, der erste Mensch ist mein Meister. Und dann, also hier, ist er vor ihm auf die Knie gefallen und sagt, ja, du Meister, und ich habe dich erkannt und so. Und das ist ein Verbrecher gewesen. Was will der jetzt von mir? Aber was ich halt nicht abschütteln lassen, ist dann mit dem mitgezogen, wir sind dann zu zweit herumgezogen. Und der hat ihn verehrt als Meister, als heiliger Mann. Und mit der Zeit hat das angefangen, wie zu fruchten. Und eigentliche Verbrecher ist dann tatsächlich heilig geworden, ist dann ein großer, großer Heiliger geworden, ja, großer Meister geworden. Also das hat einen großen, großen Einfluss, wie ich andere Menschen behandle und wie ich mich behandle. Ja. Und ich möchte euch gerne einladen, diese Woche das einfach mal auszuprobieren. Was passiert mit den Menschen um mich herum, wenn ich sie mit dieser höchsten Liebe, diesem höchsten Respekt einfach behandle? Und sie so behandle, als wäre es die Göttin. Ich mache das zum Beispiel gerne, wenn ich jemanden anschaue, suche ich sie, wo ist sie, die Göttin? Ja, und zu der spreche ich dann, und mit der interagiere ich dann. Oder wenn so ein Mann, ne, schaue ich, okay, wo ist da der Gott, wo ist da dieses Göttliche? Und zu dem spreche ich dann. Ja, und das macht total viel Spaß. Also ich möchte euch gerne einladen, das zu probieren. Mit Palo Santo gerne, auch immer wieder als Erinnerung. Und gerade wenn es vielleicht so ist, oh Gott, das kriege ich nicht hin, das ist so ein Trottel oder so, nimm mal wieder Palo Santo, riech dran, was ich ja auch immer gerne mache. Palo Santo ist auch sehr, sehr hautpflegend. Oh, ist total gut. Oh, ist herrlich. Hm. Oder eben hier im Spray, immer bereit, so einfach als Erinnerung. So, wie gehe ich mit mir selber um? Wie denke ich gerade über mich selber? Wie rede ich gerade über mich selber? Wie bespreche ich mich gerade selber? Oder wie bespreche ich gerade jemand anderen? Macht das Sinn? Oder rede ich da gerade total Fantasien? Cornelia, du hast was geteilt, geschrieben? Schau ich mal. Genau, Frage. Spirituelle Ausbildung. Ja, alle spirituelle Art. Genau, Palo Santo. Das sind zwei Wörter, aber sonst genau richtig geschrieben. Ah, okay. Ich schaue mal. Kannst du das lesen, wenn ich das so hinhalte? Also es ist auseinandergeschrieben, gell? Ja, also Palo ist Holz und Santo ist heilig. Halt mal, heilig ist Holz. Ich versuche es mit der Brille zu lesen. Palo? Ah, okay. Ja, danke. Palo. Also ist es Spanisch? Ich glaube fast, das ist Spanisch tatsächlich. Palo für Holz und Santo für heilig. Ja. Genau. Ecuador, ne?
Ja, es kommt genau. Das ist hier von der Ecuador-Farm. Das heißt, wenn du zur Ecuador-Farm fährst, dann kannst du da die Palo Santo-Wälder, Bäume sehen und ja, das kann man auch ja so abpassen, dass man mal zur Ernte hinfährt, bei der Destillation dabei sein. Ja, ganz toll. Guten Morgen. Frage. Guten Morgen. So schön, dass du es noch geschafft hast. Ja, ich bin aber nur mit dem Tod bei euch. Ist das okay? Das ist total in Ordnung. Ich habe auch tatsächlich, ich habe dazugelernt und mein Video jetzt gepinnt. Das heißt, euch alle könnte man sowieso nicht sehen auf der Aufzeichnung. Man kann euch nur hören. Und wir können uns untereinander sehen. Ich glaube, da ist dann mehr Privatsphäre, habe ich mir gedacht. Genau. Danke. Super, danke. Jetzt habe ich hier noch was. Was habe ich denn jetzt? Eila, deine Frage. Ja, bitte. Ja, natürlich redest du ihre Wahrheit aus dem Herzen. Das ist doch richtig, was du da gesprochen hast. Natürlich genauso. Umso mehr du dich ehrst, also einen selber ehrst, wie schön ist die Geschichte, dass man das Holz so geehrt hat, dass es sich heilig gefühlt hat und das umzusetzen jetzt auf die Menschen, wie schön. Das ist doch eine ganz wundervolle, Ja. ja, Sache. Und ich finde es ein so wichtiges Thema. Also ich finde es eines der wichtigsten Themen tatsächlich. Weil, also ich kenne es von mir. Ich kenne das von mir leider. Ich hab Musik und Tanz studiert, ja. Mein Leben war Musik und Tanz. Mein ganzes Leben. Es war alles, was ich von früh bis spät gemacht habe. Und ein Leben lang, seit ich 3 war oder so. Und habe ich dann also auch studiert und also war die logische Konsequenz davon. Und ich war richtig gut, glaube ich, im Nachhinein gesehen. Und ich hatte in meinem letzten Studienjahr eine Lehrerin, die sich, das ist auch, das weiß ich jetzt auch, war gar nicht persönlich gemeint, aber in dem Moment habe ich es halt also persönlich empfunden. Die pickt sich jedes Jahr so jemanden raus, den sie entweder wirklich raushaut oder also rausekelt oder sie probiert es halt. Brauchte sie so für ihr Selbstwert, weiß ich nicht, warum, keine Ahnung. So, auf jeden Fall in diesem Jahr war ich das. Und ich habe sie aber ernst genommen, ja, ich wusste das alles nicht. Ich dachte, ja, sie ist ja Professorin. Und sie hat gemeint, ich kann ja überhaupt nicht tanzen. Und sie hat dann auch gemeint, sie hat sich gewundert, warum ich das überhaupt studiere, weil ich ja überhaupt nicht für dieses Studium geeignet wäre und so. Und sie war eine wichtige Professorin leider. Und einige, die dann bei ihr abschließen wollten, hatten dann Angst um ihre eigenen Noten und haben da mitgezogen. So, jetzt hatte ich ein halbes Semester, also ein halbes Semester, also ein halbes, also wie viele waren wir? 10 Leute in meinem Jahrgang. Ja, die Hälfte davon ungefähr. Und diese Lehrerin haben einfach, und die haben mir auch bei jeder Tanzstunde, bei jedem Training, bei jedem, immer so dieses Gefühl gegeben, so, du kannst das überhaupt nicht. Und ich konnte es auch wirklich nicht mehr. Das war faszinierend. Ich konnte nicht mehr tanzen, es ging nicht. Ja, das war ganz faszinierend, einfach weil die das so stark von mir gedacht haben. Und ich war nicht stark genug, es abzuweisen. Ne? Das ist natürlich die andere Seite, das kann man natürlich auch machen, aber konnte ich damals nicht. Und erst jetzt, das sind die 10 Jahre später, so langsam finde ich das wieder. Und so langsam, wenn ich mal auf so einem Festival bin oder mal so einen Kurs mache, denke ich so, boah, du bist ja voll gut im Vergleich zu allen anderen. Aber damals, und ich bin eingerostet, ich meine, ich bin nicht mehr trainiert. Und damals war ich das aber. Und das war einfach nur, wie die über mich gedacht haben. Und die haben mich halt behandelt wie jemand, der das nicht kann. Und jemand, der hier eigentlich nichts verloren hat. Und jemand, der so. Und so war ich dann auch. Das war super faszinierend. Jetzt im Nachhinein ist das für mich super faszinierend. Ja. Und auch, ich merke das auch bei mir selber, wenn ich denke, boah, ich kann das gar nicht. Also bei mir ist es jetzt der Tanz, das ist für mich so eine Wunde halt geworden. Dadurch, Thema. Wenn ich irgendwo rangehe und ich denke so, ja, ich kann ja gar nicht und ich bin ja voll dick und irgendwie nicht mehr gelenkig und na, bla, 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 dann klappt es auch nicht. Und dann kann ich es auch nicht. Aber wenn ich wo rangehe und ich spüre die Musik in mir und ich spüre, ja, du kannst das und der Körper fängt sich schon an zu bewegen, dann bin ich voll gut. Und es klappt wundervoll. Und das ist alles nur hier. Ja, weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch sowas.
Also das ist eines der wichtigsten Themen. Wie gehe ich mit mir um? Was setze ich voraus? Wie behandle ich mich? Behandle ich mich wie eine Göttin oder behandle ich mich wie, ja, keine Göttin, Sklavin? Und jetzt mit Göttin ist nicht gemeint arrogant und herablassend, sondern im Gegenteil voll Anmut, voll Würde, voll Respekt, voll Liebe, voll, ne, voll diese göttlichen Eigenschaften, ja, zu sein. Ja, ich habe jetzt den Zusammenhang zum Palo Alto mit diesem Palo Santo. Ja. Ja. Palo Santo ist ein heiliges Öl, eine heilige Pflanze. Also Palo, Holz, Santo, heilig. Weil die Menschen über Jahrhunderte, Jahrtausende diese Pflanze verehrt haben. Das haben wir gerade eingangs gelesen, wo Palo Santo erzählt, wir sind heilig, wir haben eine sehr hohe Schwingung bekommen, weil ihr uns verehrt habt, weil ihr uns quasi diesen Status verliehen habt. Also wir Menschen. Ja. Ja. Das war ja auch ein bisschen das ähnliche Thema. Und ja, da ging es jetzt eben darum, dass so wie du dich selber, den Status, ja, den du dir selber gibst und den Status, den du den Menschen um dir gibst, das hat einen riesen Einfluss. Du kannst jemanden erhöhen, du kannst jemanden vergöttlichen, du kannst jemandem helfen, sein Potenzial zu leben, sich zu entfalten, einfach nur, wie du über diese Person denkst und wie du dich zu ihr verhältst. Ja. Und du kannst sie komplett blockieren und total niedermachen und auch die schlechtesten Eigenschaften in ihr rausholen, wenn, ja, du dich entsprechend zu ihr verhaltest. Ja. Und da hatten wir eben die Geschichte von seinem Inder, der jahrelang seinen Meister gesucht hat, ist durch ganz Indien gewandert und hat es irgendwann aufgegeben, weil alle Gurus, das waren halt, hat nicht gepasst. Dann hat er gesagt, okay, ich nehme den Erstbesten, der mir morgen über den Weg läuft, ist einfach mein Guru, machen wir jetzt einfach so. Also keine Lust mehr zu suchen. Und der Erstbeste, der ihm am nächsten Morgen über den Weg gelaufen ist, war ein Verbrecher, der gerade aus dem Knast ausgebrochen ist. Und er hat aber festgehalten dran und hat den verehrt und hat den als seinen Guru behandelt, ne, und so. Und der wurde dann auch wenige Jahre später tatsächlich erleuchtet, wurde zu einem großen Meister und zu einem großen Lehrer. Einfach weil er diese Hingabe und diesen Respekt und diese Würdigung an seine Seele, ne, hat er halt bekommen von außen und hat dann selber dran geglaubt. Und wenn du es dann selber glaubst und fühlst, dann bist du es auch. So, ganz stark vereinfacht. Haben wir darüber gesprochen. Ja. Ja, frag. Ach, hi, super, danke. Ich habe jetzt gerade die Situation in der Musikschule oder auch bei der Schule von meiner Tochter, dass wir sehr viele Infizierte haben. Oder auch K1-Patienten. Infizierte Corona oder was? Ja, das Corona-Zeug da, genau. Und gestern, meine Tochter ist jetzt schon zu Hause, weil sie sich nicht so wohl fühlt. Und ja, bei mir ist auch so lala, ganz mal gut, mal ja, passt. Aber ich kann ja die Öle ja auch einnehmen. Ne? Ich habe mir gestern zum Beispiel einfach aus Vorsichtsmaßnahme das Copaiba Tiefs, was habe ich noch reingetan? Pfefferminz, was in die Kapseln reingetan. Was wäre denn aus deiner Sicht eine ganz, ganz gute Lösung, um über diese Zeit rüberzukommen, wenn man merkt, man wäre infiziert? Immunsystem stärken. Ja. Immunsystem stärken. Es gibt einige Nahrungsergänzungen. Immopower, das ist Immunsystem-Power. Ja. Das sind so Kapseln mit Ölen drin. Es gibt Longevity, die haben sehr, 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 sehr krass viele Antioxidantien drin, die beiden. Wie Longevity? Long, L-O-N-G-E-V-I-T-Y. Langlebigkeit eigentlich. Raindrops geben, keksseitig. Ich weiß jetzt nicht, was du da hast. Ja, ich soll eigentlich sagen, einfach, ich fantasiere einfach. Vitamin C essen, viel. Ich würde viel, ich kann nur sagen, was ich machen würde, ich würde ganz viel Ginger Red trinken. Das ist dieser rote Beerensaft. Und ich würde, mein Bruder hatte ja Covid-19 und der hat da ganz viel recherchiert und der hat dann herausgefunden, dass Fasten das Beste ist, also Wasserfasten tatsächlich. Okay.
Weil Wasserfasten das Beste ist für Entzündungen und das hat ja auch mit Entzündung zu tun. Also würde ich möglicherweise sogar fasten, weiß ich nicht genau. auf jeden Fall ganz viel von diesem Saft trinken und baden. Ich weiß nicht, ob ihr eine Badewanne habt, mit Ölen baden. Einfach infusionieren, die Öle infusionieren. Okay. Weil in guter Laune bleiben. Genau. Ja. Und, was ich auch so gerne mal, was wichtig wäre, die Nahrungsergänzungsmittel, was wir da haben, ich glaube, die sind ziemlich gut, weil ich bei uns bei Young Living, jetzt probiere ich gerade die Super Call und 2 Kapseln morgens, 2 abends und ich habe ja Osteoporose seit vielen, sehr langen Jahren schon diagnostiziert und ich habe immer schirchende Nägel gehabt. Richtig so durchzogene und besonders beim großen Zehennagel rechts unten. Und jetzt ist der schön. Ich nehme es seit 2 Wochen. Jetzt ist schön. Und darum denke ich mir, wow, also das habe ich zum Beispiel, Fitline ist auch gut, verstehst du? Aber jetzt, mich haut jetzt gerade das Supercall richtig um, weil das so reinfährt. Und das ist so eine Thematik, da werde ich wahrscheinlich noch alt werden, bis dass ich das alles mal durchgearbeitet habe, gell? Aber ich habe das Gefühl, da ist eine Goldgrube da drinnen von der Art und Weise der Wirksamkeit, dass die so hoch wirksam sind. Ja, das ist, weil die Nahrungsergänzungen von Young Living sind mit ätherischen Ölen. Alle. Alles, was Young Living macht, hat Öle drin. Und ätherische Öle erhöhen die Aufnahmefähigkeit im Körper um. Boah, das ist toll, weil ich bin ganz geflasht und ich schaue immer ganz fasziniert auf meine Füße runter. Und auch die Hände von den Nägeln wird auch ein bisschen besser. Ich meine, es dauert, ne? Ja, ganz, sehr ganz klar. Und eben gestern ist meine Tochter dann dahergekommen, Mama, wir haben so viel Kranke in unserem Klassenzimmer und jetzt hat sie so weiße Flecken auf der Zunge, meine Tochter, und jetzt bleibt sie mir doch zu Hause, weil sie ein bisschen Halsweh hat. Also so, ja, ich habe gestern auch schon ein bisschen Druck gehabt drauf und eng. Ich habe, weißt du, wie du letztes Mal mit Pfefferminz, ich habe das richtig eingeatmet. Herrlich war das. Das liebe ich. Und drum jetzt bin ich immer überlegen, ja gut, das Immopower, das Longevity, oder wie du sagst, gell? Longevity. Chevity. Thieves, einfach Thieves. Ich meine, Thieves ist einfach für alles, ne? Thieves ist einfach der Hammer. Thieves ist auch, ja genau. Und die haben ja jetzt auch im Frühling hatten die diese neuen Sets gemacht mit lauter Thieves-Sachen drin. Ich glaube, die gibt es noch. Okay. Die kann man auch noch bestellen. Und es gibt jetzt am Wochenende, ja, habt ihr alle mitgekriegt, es gibt jetzt am Wochenende, Samstag 16 Uhr bis Sonntag 16 Uhr, 24 Stunden, den nächsten Team Enjoy Öle-Marathon. Das bedeutet, 24 Stunden lang, durchgehend, live, gibt es Öle, Vorträge, Seminare online, ja. Also Samstag 16 Uhr, von 4 Nachmittag weg. 4 bis 4. Wow. Okay. Und da gibt es, habe ich jetzt gerade das Programm fertig gemacht und es wird heute auch ausgeschickt, ja. Mit den Links und so. Auf jeden Fall, da gibt es einige Vorträge, die auch über Nahrungsergänzungen sprechen oder Öle, auch in Verbindung zu Stärkung. Das heißt, schaut doch sonst da mal, ob ihr da ein bisschen reinschauen könnt. Widerstandskraft stärken und so Sachen stehen da dann und das, also es ist halt so, man darf nicht öffentlich, wir sind jetzt auch schon wieder grenzwertig unterwegs, man darf nicht sagen, dass ätherische Öle das Immunsystem stärken, dürfen sie offiziell nicht können, weil sonst geht man ja nicht mehr zum Arzt oder so, keine Ahnung. Das heißt, da muss man das verkleiden, das heißt, wenn ihr dann hört, jemand erzählt, ja, Thieves und das macht, das ist irgendwie stärkend und kräftigen oder solche Scherze, dann könnt ihr euch dazu denken, ah ja, das ist gut für mein Immunsystem. Na, das darf man jetzt nicht so explizit sagen. Aber also sagen darf man, sie riechen gut. Ja. Und da kannst du jetzt Tiefsparty bei dir zu Hause machen, das kannst du auch machen. Aber online ist einfach eine andere Sache. Ja, genau. Okay. Palo Santo ist auch gut, übrigens. Palo Santo. Also kommt Ecuador, genau, hatten wir schon. Dampf destilliert aus dem Holz. Das heißt, es ist ein Holzöl. Also der ganze Baum, die Äste, einfach alles. Genau.
dürfte ich Palo Santo gehört, und das ist vielleicht auch interessant, er gehört zur selben Familie, zur selben botanischen Familie wie der Weihrauch, wächst aber in Südamerika, ist also sogenannt, sozusagen eine südamerikanische Weihrauch, könnte man sagen. Wie auch Weihrauch gilt Palo Santo als spirituelles Öl und blickt auf eine tief verwurzelte Tradition zurück, da es seit jeher von den Inkas zur Reinigung von Luft, von negativen Energien und für Glück verwendet wurde. Es wird in Südamerika auch als Insektenschutz bei Fieber, bei Hauterkrankungen und so weiter verwendet. Und gerade von Schamanen in den Anden, von den Anden-Schamanen, ist Palo Santo ein also nicht wegzudenkender Bestandteil der Heilzeremonien. Genau. Das hat man bei uns auch gemacht, noch bis vor kurzer Zeit in den Krankenhäusern zum Beispiel, hat man so solche Pflanzen, die so desinfizierend waren, zum Beispiel hat man geräuchert, also in den armen Krankenhäusern hat man das geräuchert, bei den Reichen, in den Palästen, die hatten die Öle und die haben die diffundiert, ja, um die Luft zu reinigen. Und das ist auch zum Beispiel, wenn ich eine reine Luft habe, wenn ich eine Luft atme, die mir gut tut, die mir meinem Körper Heilung schenkt und Kräftigung schenkt, wie wenn ich zum Beispiel Palo Santo oder Thieves oder irgend sowas im Diffuser habe, dann werde ich da gesund. Und wenn ich einfach nur Hausstaubmilben und abgestandene Luft und sonst was in der Luft habe, dann werde ich halt nicht ganz so leicht gesund. Ja. Genau, ich sehe gerade, Cornelia, das ist ein interessantes Öl für dich. Schau doch mal im Buch nach. Das werde ich jetzt hier nicht vorlesen. Das ist ein bisschen zu krass, aber ja, auch zum Durchatmen gut. Also nimm das, du hast es gar nicht. Aber falls du das jetzt bestellen kannst, vielleicht im Oktober. Ja, es kommt, glaube ich, am 20. Oktober oder was, gell? Kriege ich es. Genau. Verringert bei im Diffuser die Giftstoffe in der Luft, steht hier auch. Sehr interessant. Also tatsächlich ein Öl, das wirklich zur Raumreinigung sehr, sehr gut ist. Ja. Ja, das ist so der Palo Santo in der Kürze. Ich habe jetzt schon in der Musikschule, weil ich habe immer einen Diffuser mit und meine Öle mit, haben gesagt, bei mir duftet es wie in der Sauna. Lecker, lecker, lecker. Ah, ja, genau. Und es ist herrlich. Mhm. Ja, das ist einfach wichtig, dass es gut riecht. Das finde ich auch. Ich verstehe nicht, wie die Menschen sich wohlfühlen können, wenn es nicht gut riecht. Das ist einfach, ja. Ja. Sollte ich noch ganz kurz einmal nachschauen, die emotionale Wirkung von Palo Santo. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe einen Menschen, der sich selbst, wie soll man sagen, ist ein Chef von mir, ne? Der selbst sehr hart ist zu sich, ja? Der kein Mitgefühl zu sich hat und auch natürlich kein Mitgefühl zu anderen hat. Und unter dem manche Menschen leiden und ich mich auch nicht wohlfühle, bei dem würde mir das auch ein bisschen helfen, das Öl des Palo Santo, wenn ich das an mir herumneble oder so, dass es ein bisschen leichter wird. Es ist ein Schutzöl, ja. Also, es ist ein Schutzöl, kann ja auch helfen. Ja. Eventuell. Ja, wäre mal ein Experiment wert. Auf jeden Fall. Auf jeden dann, Fall. Dann kann ich leichter in die Konferenzen gehen. Ja, emotional ist Palo Santo für Limbo. Kennt ihr diesen Zustand, wo man so im Nichts ist, wo man so den Boden irgendwie auch unter den Füßen verliert? Da ist Palo Santo der Retter in der Not, sozusagen, hin zu Vertrauen, ne? Um dieses tiefe Vertrauen in sich selber, in das Leben, in andere Menschen und so weiter zu stärken. Palo Santo. Und das Mantra, das man auch selber sprechen kann, einfach bei der Anwendung mit Palo Santo oder auch mit direkten emotionalen Klärungen, ist, ich bin, ich stehe unter göttlicher Führung oder ich werde göttlich geleitet. Ne? Ich habe diesen inneren Piloten in mir und der ist immer da und der leitet mich immer. Und ein schöner Ort zum Auftragen ist auch das dritte Auge. So für die emotionale Anwendung. Habt ihr noch Fragen? Ich bin, glaube ich, soweit mit meinen Sachen durch.
Ayla, was mich fasziniert bei dem Öl, ne? Das ist ja nicht so einfach aus dieser Pflanze zu kriegen. Das muss ja, dieser Baum ist ja abgestorben, 5 Jahre lang, so wenn ich das richtig nachgelesen habe irgendwann mal. Und dann entwickelt sich erst dieses Öl. Also das ist was, das hat mich so demütig gemacht, ne? Also das zu 5 Jahre, so lange liegt es da und dann kann man erst dieses Öl, diese Essenz daraus nehmen. Ne? Also das fand ich auch noch sehr, sehr demütig, einfach auch für jeden einzelnen Tropfen, den man davon bekommt. Ne? Ja. Ja. Ich nehme jetzt mir jetzt ganz demütig einen Tropfen. Das ist mein Balance Complete Shake, den trinke ich immer gerne morgens. Ich experimentiere halt gerne mit Geschmacksverstärkern. Ja. Also ich kann euch einladen, auch solche Experimente zu machen. Ihr wisst Bescheid, ne? Die weißen Etiketten sind offiziell erlaubt. Aber eben inoffiziell, ich habe halt so eine kleine Regel für mich. Ich mache jeden Tag mindestens eine verbotene Sache. Gespannt, wie es schmeckt. Manche Öle schmecken nicht so gut mit Balance Complete, aber manche. Ja, schmeckt sehr gut. Also kann ich empfehlen, Frühstücksmüsli oder so. Vielleicht nicht Müsli, aber ich könnte mir vorstellen, so mit so einem Haferschleim, ne? Mit ein bisschen Palo Santo. Ayla? Ja. Du hast, glaube ich, mal reingeschrieben, dass am 3. und am 4. des Monats, dass man, wenn man da was bestellt, irgendwie mehr bestellen kann. Habe ich das richtig? Ist da irgendwas, wo man das auf dem. Wo Produkte also, möglich sind. Jetzt am 3., 4. Oktober, jetzt das Wochenende, was jetzt kommt, ist der Young Living Day. Der findet 4-mal im Jahr statt. Und dieser Young Living Day ist das Besondere, das habe ich reingeschrieben. Dieser Young Living Day ist das, normalerweise, da gibt es immer Angebote, ja, da machen sie Angebote von Young Living. Und die kann man aber immer nur mit so einer Schnellbestellung bestellen, normalerweise. Das heißt, man kriegt keine Punkte, ja? Man kann nicht das ALS darüber machen. Dieses Mal ist es anders. Dieses Mal kannst du dein ALS mit diesen Angeboten, die kann man meistens bis Montagmittag oder so bestellen. Oder Montagabend manchmal, wenn man Glück hat und noch was da ist. Dieses Mal kannst du das in dein ALS geben. Das heißt, wenn du dann einfach das Datum von deiner Bestellung auf jetzt, auf das Wochenende legst, dann kannst du quasi die Angebote, die wird es nur jetzt am Wochenende geben, kannst du die bestellen. Ja, ich habe es mich jetzt schon auf dem 3. Mal gerichtet, weil man dachte, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich es auf dem 3. Mal mache. Ja, mach es lieber auf dem 4., also auf dem Sonntag, weil dann kannst du die ganzen 24 Stunden mitnehmen und ein bisschen schauen, was ist, da geht es auch um die ganzen Angebote. Also geht es auch um andere Themen, ganz viele andere Themen. Da geht es aber auch ganz viel um die Young Living Day Angebote. Okay. Das heißt, da kannst du ein bisschen was lernen, da kannst du ein bisschen sehen, okay, was gibt's und was brauche ich, was will ich haben, was bestelle ich mir. Okay. Kleiner Tipp, es gibt ganz viel eben zur Stärkung, zum Aufbau, Kräftigung und so. Ah, das ist sehr gut. Ja. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich mache auch einen Vortrag, keine Ahnung, wie heißt das. Sonntagmorgen machen wir zusammen Frühstück. Gary Youngs Zauberfrühstück habe ich es genannt, weil der war über die Einkornprodukte. Ne? Ich habe Gary noch erlebt damals, wo er auf Einkorn draufgekommen ist, wo er das dann so erzählt hat, geteilt hat, was er alles herausgefunden hat. Und er war so begeistert und es ist ein unglaublich wichtiges Thema, Mehl, Getreide. Ja. Und da wage ich mich zum ersten Mal ins Wissen ran. Das machen wir Sonntagmorgen, also wenn ihr Lust habt, mit dabei zu sein. Ja.
Ansonsten, genau, sucht euch was Schönes aus oder macht alles mit, Binge-Watching, wie auch immer. Genau. Ja. Und den Seventh Heaven, das holen wir nochmal nach. Ich wollte es nicht aufs jetzt aufs Wochenende legen, weil eh schon 24 Stunden Ölemarathon ist. Aber dann vielleicht nächstes Wochenende machen wir das noch. Genau. Ja. So viel von mir. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit eurem Palo Santo. Teilt gerne eure Erfahrungen. Ich bin immer sehr, sehr neugierig, was ihr so davon erzählen wollt oder könnt. Und ja, wer richtig Lust auf Palo Santo hat und mal richtig fühlen will, was kann Palo Santo, dann kauft ihr ein Fläschchen und nutzt es mal einen Monat lang täglich, morgens, abends, mittags, nachmittags, vormittags, immer. Infusioniere dich mit dem Palo Santo. Und dann schau mal, was mit dir passiert. Einer, ich hätte da noch was Frage an dich, aber diese Frage wird wahrscheinlich ist wahrscheinlich in Entwicklung, dass die Antwort vielleicht kommen könnte. Ich bin mit Facebook sehr unglücklich. Mhm. Und ich bin so, mein inneres Gefühl sagt die ganze Zeit, vielleicht gibt es da was anderes, was so ähnlich ist, aber was anderes. Instagram. Du kannst Instagram machen. Instagram. Okay. Instagram. Frag mal deine Tochter, die könnte sich da auskennen. Instagram. Ja, genau. Und sonst, weißt du, ja, meine Tochter ist 60 Jahre. Aber weißt du sonst noch was? Instagram habe ich aufgeschrieben. An Facebook und Instagram kommt aktuell nichts ran von. Ja. Ja, weil ich bin nämlich so mega gehackt worden. Jetzt in Facebook und sogar sie sind auf meine E-Mail-Konten reingegangen. Naja, gut, das kann ja aber überall passieren. Das liegt dann mehr an, vielleicht ein bisschen kompliziertere Passwörter machen oder so. Ja, gestern habe ich schon ein ganz kompliziertes Passwort, das kann man noch nicht merken. Ich habe mir es aufgeschrieben. Mhm. Da habe ich geschaut, weil da, ja, wirklich, dann haben wir gedacht, und da war ich gestern so unglücklich mit dem ganzen, ich bin schon länger unglücklich über Facebook. Und da haben wir gedacht, gibt es da nicht was anderes Feines? Ja, vielleicht kommt da mal was unter und in die nächsten Wochen, Monate. Siehst du sie? Ja, ich werde auch meine Augen offen halten. Mhm. Ja, danke. Mhm. Ja, also es gibt Instagram, ich weiß es halt, ich kenne ja den Markt. Es gibt Instagram und es gibt die Möglichkeit, so einen Telegram-Kanal einfach zu machen, ne, den Menschen abonnieren können. Okay. Das ist vielleicht auch was für dich, wo da gibt es nicht so viel Interaktion. Ja. Interaktion haben wir ja zum Beispiel in unserer Telegram-Gruppe, da ist die Interaktion. Aber wenn du so einen Kanal machst, da teilst du einfach dann Infos, da teilst du deine Videos, da teilst du deine Checklisten und so weiter. Und, okay. Ja, okay. Das kann man auch machen. Ja, genau. Okay, das war auch. Okay, Leute. Danke. Ja, gerne. Dann, wenn keine Fragen mehr sind, würde ich sonst uns alle in den Tag entlassen. Juhu! Ich wünsche euch einen wunderschönen, geheiligten, gesegneten Tag. Dankeschön. Gudrun, was hast du geschrieben? Ich habe hier den Chat, ich muss da immer rüberwechseln. Ja, ich schicke einen Link fürs Wochenende, das wird heute ausgeschickt, einmal von Aditya über die offizielle Team Enjoy E-Mail und ich werde aber auch, glaube ich, nochmal was ausschicken dazu. Das ist mega. Diese 24, also wir hatten einen, das ist unsere zweite und der letzte. Das war so spannend für mich. Ich hab kaum geschlafen. Ich habe vielleicht 4 oder 5 Stunden geschlafen. Nicht, weil ich musste, sondern weil es so spannend war. Und ich wollte einfach nicht ins Bett. Das war wirklich wie so eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Binge-Watching, ne? Wenn eine Serie so spannend ist und man kann einfach nicht aufhören. Und das ist quasi so eine Serie, aber die hat halt auch viel Wert. Ja? So eine Serie ist ja dann oft nicht ganz so. Ja. Aber das ist echt der Hammer. Und auch dieses Mal wieder das Programm, die Leute, die sprechen, das ist echt toll. Also ich kann es sehr, sehr empfehlen zu kommen. Ayla? Ja. Ayla. Letztes Mal hat da Aditya erwähnt gehabt, dass wenn jemand die 90-Tage-Challenge machen möchte, dann braucht er schon ganz viele Punkte,
muss er schon weiter oben sein, dass er es überhaupt machen kann. Irgendwas mit 1000. Ist gut drin. Hab einen schönen Tag. Keine Ahnung, gell? Ja. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt offiziell bei ihm, dass das, dann musst du das haben, dass du das machen kannst. Naja, es gibt die Regeln für den 90-Tage-Aktionsplan 1000 UGV, also 1000 Euro Umsatz ungefähr in deinem Team. Ja. Außer es ist eine Ausnahme. Okay. Weil jemand, also so. Ja. Okay. Das macht einfach auch Sinn, weil der halt so intensiv ist, dass jemand, der schon 1000 UGV macht, der ist schon so, der ist überzeugt von der Sache und der hat sich damit beschäftigt, da ist einfach schon was da. Jemand, der halt ganz neu ist, das ist immer Fingerspitzengefühl, ob das dann auch zu viel wird oder so. Ja, genau, okay. Mhm. Danke. Passt. Ja. Okay, du Lisa, danke. Dann hab einen wunderschönen Tag und gute Gesundheit. Dankeschön. Und bis zum Wochenende. Ciao, bis zum Wochenende. Tschüss, ciao. Danke.